Hallo und seid herzlich willkommen zurück zu Ticket Sky Blog. So, und das erste, was wir natürlich in der Folge machen, ist Essen. So, aber wir wollten ja hier alles automatisieren. Und ja, aber wie können wir machen, dass der es weiß? Dass er nicht mehr rauswerfen muss. Ich glaube, da habe ich so eine Idee. Dazu brauchen wir nochmal so einen. Und dann müssen wir den da an so eine Pipe machen. Und die zieht es dann raus. Und die sehen es dann, ob es voll ist oder nicht. Aber da hinten ist Kohle. Ach komm. Da komm. Da ist Kohle. Der Ofen braucht auch noch Kohle. Hier. So viel Kohle. Dass der Generator noch was bekommt. Jo. Hier kann was rein. Das alles erstmal voll ist. Da ist es voll. Da auch. Gut. So. Und jetzt. Komm, den Rest Kohle packen wir wieder da rein. Aber jetzt mache ich erstmal den hier weg. Weil den brauche ich nicht. So, das kommt alles da rein. So, und das da hier kommt weg. Dazu brauchen wir dann auch die Dinger hier nicht. Dann sieht das Ganze auch schon wesentlich besser aus. So. Ja. Und jetzt das Teil brauchen wir. Dann brauchen wir noch die Transportpipes. Die sind Wooden Transportpipes. Wo sind die? Schon mal die ganze Kohle wieder rein. Jetzt habe ich ein Lagerhaus und pack's nicht ins Lagerhaus. Gut, gut. So, wo sind die Wooden Transportpipes? Wo sind die? Egal, die gehen auch. Achso, die haben wir im Inventar. Das geht. So. Die kommen dahin. Brauchen wir noch so ein Teil. Und das ist ein... Was ist denn das? Warte mal, rein theoretisch können wir es abbauen und nachschauen. Das ist ein Redstone Engine. Alter. Uah. So. Redstone Engine. Da ist ja, dazu brauchen wir die hier, einen Kolben, Glas und... Ja, das haben wir alles da. Davon, die sind hier, da haben wir sogar noch drei Stück. Brauchen wir aber noch zwei, jetzt gehe ich schlafen. Jo. So. Und das Enderportal müssen wir noch abreißen im Creative. Also, da müssen wir ja cheaten. Alter. Da haben wir echt scheiße gebaut. Und das hier darf nicht überfüllt werden. So, aber jetzt bauen wir erstmal den einen. Wir brauchen... Was brauchen wir? Glas, Kolben und... Weiter. Kolben haben wir 64 Stück gemacht letztes Mal. Hier haben wir Glas. Machen wir mal die Redstone weg. Kolben. Da, ein Kolben. Können wir es auch schon machen. Haben wir Holz? Ja. Okay. Da kommt Glas, da kommt der Kolben, da kommt das dahin. Und dann kommt Glas dahin. So. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Wow, Alter. Ganz schön gefährlich hier. Der hier muss
stehen bleiben, also so, dass wir hier schön dran kommen. So, und jetzt muss das Ganze noch gepowert werden. Hier, das können wir wieder zubauen. So, zack, bam. Alles schön durch, zubauen. Und dann müssen wir nur noch den hier verbinden. So und so. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber als allererstes, hier muss nicht mehr sein als so viel, machen wir hier. Scheiße, es hat ein EMC. Haben Kaffer ein EMC? Hoffentlich nicht. So, das reicht, glaub. Hoffentlich hat das kein EMC. Ja, es hat kein EMC, das ist sehr gut. Machen wir da nämlich Covers rein. Ja, machen wir hier Covers rein. Weil mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Alter, wir brauchen aber viele. Zum Glück haben die kein EMC, Alter. So, dann machen wir noch hier davon 20. 10 Stück müssen wir reinmachen. Weil dann sind es hier 20, 40, 80, sollte glaub reichen. Ui. So, jetzt hier alles voll setzen mit Cover. So. Hier einen rausnehmen, da und da. Mehr soll nämlich nicht produziert werden. Und dann hier müssen wir noch schauen, wie das Ganze dann funktioniert. Machen wir hier erstmal an. Nein, der soll da in die Kiste. Ein Platz muss natürlich immer für Dias sein. Hier, das geht da nicht rein, oder? Doch, ist voll. Aber wir brauchen erstmal die Hands. Nein, die Wrench. Nämlich mit der müssen wir hier das Ganze hier jetzt wieder einstellen. So, erstmal hier wieder Kohle. So, da ist jetzt Kohle drin und die Diamanten kommen da rein. So, jetzt, Diste hier weg. Wir brauchen jetzt Pipes. Verschiedene Pipes. Als allererstes brauchen wir die einen bunten da, wo alles aufteilen. Das wären, wo sind die? Da, die da. Die hier brauchen wir. Und dann können wir nämlich das so machen, dass so, das so geht. Und dann wird es, glaube ich, aufgeteilt, dass eins da lang und eins da lang. Und dann geht's auch schon da hoch. Das können wir gleich mal ausprobieren. So. Anmachen und dann jetzt nach vorne gepumpt. So, da rein. Jetzt müsste der nächste da reingehen, oder? Ja. Und kommt er hier an? Jetzt ist die Frage, ob er ankommt. Ne, er geht wieder zurück. Dann brauchen wir jetzt das Teil. Müssen wir es so machen. Kommt er jetzt an? Ja, jetzt müsste er ankommen, oder? Ja, jetzt kommt er an. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Da
sind jetzt 64 Stück drin, machen wir mal zu. 33, ja, da kommt es auch an. Das ist gut, dann läuft es jetzt schon mal automatisch. Und dann, der hier muss sehen, dass wenn die Kiste voll ist, warte mal, das sind ja die falschen Pipes hier. Das kann ich hier nicht nehmen. Dann muss ich, glaube ich, die hier nehmen. So. Und dann so anmachen. Nein, das sind die falschen. Geht es mit den Obsidian Pipes? Mit denen? Wir müssen es auf jeden Fall ausprobieren. Nee, der macht sie irgendwie nicht. Wo sind die Obsidian Pipes? Die brauchen wir nämlich jetzt. Alter, wir brauchen da echt lange. Ja, das habe ich halt noch nie gemacht. Deshalb dauert es jetzt halt ein bisschen länger. So, machen wir das so. Dann powert es jetzt das. Und da geht nichts raus. Das finde ich jetzt komisch. Ah, der sieht wahrscheinlich, dass das da hier jetzt voll ist. Ja. Ich lagere hier kurz das Ganze hier ab. So. Und dann fülle ich mal mich hier auf. Mal schauen. Ein Diamant hat 8000 EMC. Ich glaube, da müssen wir normale Kohle reinmachen. Weil ansonsten wird es zu viel EMC. Und dann stellt er uns hier zu viel Kohle her. Darum machen wir das zu. Nehme die Kohle, mach sie darin. Und jetzt müsste hier doch einer rauskommen, ein Dia. So. Ne, die Pipes scheinen nicht zu funktionieren. Welche Pipes haben wir denn noch? Transportpipes. Wieder 13 Minuten, wir haben fast nichts gemacht in dieser Folge. Alter. Ich glaube fast, das können wir mit denen hier machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ne, das müsste ich dann anders powern. So. Dann werfen wir mal kurz das Schwert weg. Das muss ich dann. Da jetzt wieder abbauen. Nochmal Schwert wegwerfen. Hinbauen und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, der Diamant geht raus, aber er geht in die Kiste. Das ist schon mal gut. Aber was macht er, wenn das jetzt da voll ist? Also so voll. Sie fliegen einfach weg. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dann machen wir hier unter dem Teil. Muss nur kurz runtergehen. So. Machen wir unter dem Teil hier. Da ist die Crystal Chest. Dann muss. Nein, da ist die da. Dann
müssen wir hier so eine Ableitung machen. Ups. So eine Ableitung mit denen hier. Wo dann wieder da reinführt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das funktioniert. Ausprobieren. Und ansonsten machen wir was anderes gleich. Dann schaue ich da mal auf Google nach, wie wir das machen könnten. So. Also, was macht er jetzt? Er führt es eigentlich ab, oder? Ne, jetzt wirft das runter. Er wirft's runter. Irgendwas, wo es aufsammelt vielleicht. Da sind, glaube ich, die Obsidian-Transport-Pipes ganz gut, oder? Nicht dahin, sondern dahin. So. Ne, es funktioniert nicht. Ja, dann muss ich mal nachschauen, wie man das machen kann. Aber die Folge ist auch eh wieder zu Ende. Also, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Weiter geht's. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.